Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die liebe Begrüßung, lieber Wolfgang, für das herzliche Willkommensein hier, dich nur willkommen heißen. Wir fühlen uns willkommen in eurer Mitte und sind gespannt, was der Herr jetzt auch in diesen Tagen alles uns zu sagen hat. Und also mein Eindruck ist, ich könnte den ganzen Tag allein über die beiden Psalmen reden. Keine Angst, das ist keine Androhung, aber es ist so unfassbar, was wir in Gottes Wort finden. Und das ist ja nichts Neues. Es ist einfach sehr schön, dass wir Gottes Wort so gezielt immer wieder auch weitergeben können. Ja, ich danke auch für die Liedbeiträge, die ja thematisch, ich bin ja da auch schon in den Texten, sehr gut passen und auch das Blech spricht mir sehr zu, denn ich bin selber ein Blechbläser und das ist einfach schön, wenn man ja das auch mal wieder hören darf. Aber auch der Gesang, wunderbar. Vielen Dank auch dafür. Und noch ein wichtiger Hinweis, wenn wir jetzt also in die Bibelarbeit gehen. Die Technik ist noch nicht ganz bereit, aber wenn wir in die Bibelarbeit gehen, auf jeden Fall haben wir, wenn auch der Beamer noch nicht funktioniert, die Gliederung in den Mappen, die hier ausgeteilt wurden. Also weiter hinten drin findet man also den Aufriss, den jeweiligen Gliederungsbezug zu den Psalmen, dass wir uns ein bisschen orientieren können. So, wir lassen uns jetzt nicht beirren hier. Ich fange trotzdem einfach mal an. Irgendwann wird dann der Löwe vielleicht auf dem Bild erscheinen und solange nicht brüllt, sind wir nicht gestört. Ja, und liebe Freunde, liebe Geschwister, wir betreten in gewisser Weise mit diesen Bibeltagen einen ganz neuen Rahmen, ein Neuland für uns jedenfalls. Denn erstmals werden wir einige Psalmen betrachten und mit den Psalmen betreten wir den Boden biblischer Weisheitsliteratur. Und sie wird auch poetische Literatur genannt, diese Weisheitsliteratur. Ihr Stil, ihr Aufbau, ihre Inhalte sind in jeder Hinsicht besonders. Auch wenn wir heute keine ausführliche Einleitung zu den Psalmen geben, wir sind hier nicht in Bibelkunde, in der Bibelschule, so sollen doch ein paar Punkte hier angesprochen werden, kurz und knapp. Einige Aspekte, einige Merkmale der Psalmen. Und hier haben wir einfach mal festzuhalten, dass das Buch der Psalmen eigentlich aus 5 Büchern besteht. 5 Bücher, also wir nennen es im Ganzen betrachtet den Psalter oder die Psalmen. Der Name kommt von der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, also der Psalter. Wobei der Psalter eigentlich ein Wort für ein Musikinstrument ist, Psalterium, ähnlich der Zither. Der Psalter ist ein Saiteninstrument. Man nimmt an, dass es gezupft wurde. Das lateinische Verb psalein bedeutet auf Saiten spielen. Und hier wird deutlich, die Psalmen sind ein vertontes Gebetbuch. Die 5 Bücher des Psalters können thematisch eingeteilt werden. Die einzelnen Psalmen wiederum können wir verschiedenen Kategorien zuordnen. Und das ist uns sicher auch vertraut. So kennen wir zum Beispiel Dankpsalmen, Königspsalmen, Klagepsalmen, Weisheitspsalmen, Fluch oder auch Rachepsalmen genannt, Thronbesteigungspsalmen und Pilgerpsalmen, um nur einige zu nennen. Die poetische Sprache der Psalmen ist reich an Bildern und besonderen Ausdrücken, wo wir im Deutschen eher auf Reime setzen und ja, das gewohnt sind, dass es dann so klingt, ja, Jambus, Trocheus und was wir nicht alles so haben in der deutschen Lyrik, ist die hebräische Sprache mehr geprägt von sprachlichen Stilmitteln, wie zum Beispiel verschiedenen Formen des Parallelismus. Die Psalmen sind eine Sammlung von Gebeten, die Danksagung, Lobpreis und Anbetung umfassen. Das haben wir gerade auch einleitend ja durch den Psalm 150 vor Augen gestellt bekommen. Oft lesen wir in ihnen von persönlichen Erfahrungen und Begegnungen mit Gott und auch von Belehrungen über Gott. Wir lernen so viel fürs Leben aus den Psalmen. Benedikt Peters sagt über die Psalmen, dass alle Psalmen umfassende Thema ist der Glaube der Erlösten. Es geht wirklich um gelebten und erlebten Glauben im Vertrauen auf Gott, zu seiner Ehre. Das Motto dieser Bibeltage passt nicht nur zu den ersten 5 Psalmen, es passt zum ganzen Psalter. Starker Trost für schwere Zeiten.
oder in schweren Zeiten. Es ist unser Gebet, dass Gott uns starken Trost schenkt, während wir über sein Wort nachdenken. Der Psalter endet mit diesem großen Halleluja. Und in dieses kann nur der von Herzen einstimmende ehrfürchtig durch das Eingangsportal des ersten Psalms gegangen ist. Der da durchschreitet, und das wollen wir tun, der die Seligpreisung wohl dem beherzigt. Nur ein Mensch, der Nein sagt zur Gemeinschaft unter Sündern und Spöttern, kann Ja sagen zu Gottes Wort. Wer von Herzen nachsinnt über Gottes Wort, kommt Gott näher. Nun, wie pflegt man eine solche Gesinnung? Das Wurzelwerk im Wort ist das Gnadenwerk Gottes. Wer in dieser Gnade Gottes steht, wird versorgt und steht fest wie eine Eiche, wie ein Baum. Der Gerechte hat seinen Platz, seine herrliche Stellung und er bringt Frucht. Doch Gottlose werden wie Spreu vom Winde verweht, entgegen dem modernen Trend, dem Wort Gottes gegenüber zu fremdeln, bleibt dieser Psalm die herrliche Pforte zur Glückseligkeit. Er enthält eine doppelte Botschaft. Sie ermutigt uns zur Lust am Wort Gottes und ermahnt uns, an die Gottlosen zu denken, um sie vor ihrem schrecklichen Gericht zu warnen. Durch so manche Pforte tritt man in ein prachtvolles Gebäude oder in eine Kathedrale. Man wird auf das eingestimmt, was einen erwartet. So ist es auch mit Psalm 1. Er stimmt uns auf das ein, was in den Psalmen auf uns wartet. Wohl dem, oder genau wiedergegeben, Glückseligkeiten. Denn es steht im Hebräischen ein Hauptwort, das in der Bibel stets in der Mehrzahl steht. Also erwarten uns Glückseligkeiten. Das ist ein Versprechen. Glückseligkeiten will man gern erleben, du und ich. Im ganzen Psalter begegnen uns 25 dieser Seligpreisungen. Die nächste befindet sich interessanterweise am Ende des zweiten Psalms, zu dem wir ja noch im zweiten Teil kommen gleich. Manche Ausleger meinen, dass die beiden ersten Psalmen darum auch eine Einheit bilden. Fest steht, dass tatsächlich zwei Seligpreisungen diese beiden Psalmen umschließen, wie eine Klammer. Und auch Jesus Christus begann seine Bergpredigt mit den 7 Seligpreisungen. In Matthäus 5, 3 bis 11, in diesen Versen, steht dasselbe Wort wie hier im Psalm in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung. Es ist auch da ein Bezug zu erkennen im Neuen Testament. Starker Trost in schweren Zeiten, unser Generalthema über die beiden Psalmen, die wir jetzt miteinander betrachten, in der Zeit bis zur Mittagspause. Dieses als Überschrift: glückselig durch Gottes Wort und Gottes Sohn. Und nun die herrliche Pforte zur Glückseligkeit, zwei Menschen und ihre Ziele. Ich möchte den Psalm in 2 verschiedenen Übersetzungen vorlesen, in der bewährten Luther 1984er und in der Menge-Übersetzung. Und sie sind ähnlich, aber wir hören dadurch hinein in den Text und merken auch ein paar Nuancen. Beides texttreue Übersetzungen. So, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und nun die Menge-Übersetzung. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter. Vielmehr gefallen hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz bei Tag und bei Nacht. Er gleicht einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Früchte bringt zu rechter Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und alles, was er beginnt, das gelingt.
Nicht also die Gottlosen, nein, sie gleichen der Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht im Gericht bestehen und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn es kennt der Herr den Weg der Gerechten, doch der gottlosen Weg führt ins Verderben. Die herrliche Pforte zur Glückseligkeit. Zwei Menschen und ihre Ziele. Wir sehen hier drei Hauptpunkte, kann man sagen. Der Mensch, den Gott segnet, der Mensch, den Gott richtet und dann das Ende ihrer Wege. Der Mensch, den Gott segnet. Also wir gliedern diesen Psalm in seinem Textfluss und das ist mehr als offensichtlich, dass er drei Hauptpunkte haben darf. Der Psalm stellt uns zwei Menschen, ja auch zwei Wege und zwei Ziele vor. Dabei stehen wir als Mensch vor der Wahl. Entweder lebst du so oder eben so. Beide Wege zugleich sind nicht möglich. Jeder, der hierher gefahren ist, kann nicht auf zwei Straßen gleichzeitig fahren. Das geht nicht. So ist es auch hier. Schwarz oder weiß, Licht oder Finsternis, Gedeihen oder Vergehen. Es geht um unser ganzes Leben vom Anfang bis zum Ende. Wir sind als Leser gefordert, uns auf die Seite des Wortes Gottes zu stellen. Man könnte meinen, das ist doch selbstverständlich, auch für uns Christen gerade doch. Aber so ist es nicht. Ermutigung, dem Wort treu zu bleiben, ist immer wieder nötig. Diese brauche ich täglich und wir alle, denke ich. Wie geht es mir und dir im Umgang mit unserer Bibel, mit dem Wort Gottes? Leben wir mit Gottes Wort ganz praktisch im Alltag? Wir Christen leben heute in einer merkwürdigen Epoche, denn es ist keineswegs mehr üblich, dass man regelmäßig seine Bibel liest, dass man seine stille Zeit oder eben Andacht mit Gottes Wort hält. Und da gibt es einen Trend, nämlich sein Leben als Christ auch einmal einige Wochen ganz ohne Gottes Wort zu verbringen. Vor über einem Jahr erzählte mir eine Bibelschülerin, dass sie in einer anderen Bibelschule zu Gast war, für ein paar Tage dort wohnen konnte. Und sie hat ein Gespräch auf dem Flur mitbekommen. Und da haben sich zwei junge Leute unterhalten und sich darüber ganz positiv ausgetauscht, sozusagen Urlaub von Gottes Wort zu machen als eine geistliche Wellnessübung. Sie traute ihren Ohren nicht und dachte, sie hört nicht richtig zu, aber das war so. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 und 4. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Es gibt Christen, die meinen, sich frei machen zu müssen vom Ballast der Lehre, vom Zwang der Gebote, von toter Orthodoxie. Der Spruch Liebe eint, Lehre trennt, wird von vielen nachgeplappert und geglaubt, ist aber grundverkehrt und man könnte glauben, er kommt direkt aus der Hölle. Eine Liebe ohne Wahrheit kann nicht halten, was sie verspricht. Liebe und Lehre gehören untrennbar zusammen. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Aber aus Angst vor Lehre und Wahrheit wird die Bibel aus dem Leben gedrängt. Manche Christen fremdeln also mit Gottes Wort oder gehen ganz auf Distanz zu ihm. Und dabei schütten sie das Kind mit dem Bade aus. Hier ist Weisheit zur Unterscheidung gefragt. Es mag ja sein, dass manche sich von falscher Enge und Strenge freimachen müssen. Ja, und manche leiden unter einer unbarmherzigen Gesetzlichkeit. Aber das ist nicht mit gesunder Lehre zu verwechseln. Das ist etwas ganz anderes. Und da wird dann überreagiert, vielfach. Gottes Wort macht frei. Seine Wahrheit macht frei. Und es mag sein, dass sich manch einer von falscher Enge und Strenge freimachen muss. Aber bitte niemals von der gesunden Lehre und von dem Wort. Denn das führt uns doch in die wirkliche, wahre, geistliche Abhängigkeit und wahre Freiheit zugleich, in Verbindung mit Gott. Gottes Wort hat es nicht verdient, so unter Verdacht zu geraten. Und wir wissen auch, dass der Zug der Ökumene nicht auf dem Gleis des Wortes Gottes rollen kann. Dazu braucht man eine breitere Straße und ein breiteres Angebot und mehr Vielfalt, als das Wort Gottes selbst zulässt. Manche Christ bezeugt, Gott hat mir gesagt, dass er mich liebt.
und fragt nach, ja, wie hat er es dir denn gesagt? Ja, auf meinem Spaziergang habe ich ein Blatt in Herzform gesehen. Es lag da auf dem Weg und es hat mich so angesprochen. Das sind auch die Lehrer, ja, die man gerne hört, wonach einem vielleicht das Herz oder das Ohr kitzelt. Man kann auch alles interpretieren. Und natürlich ist es schön, ein Herz, ja, zu sehen, dass wie ein Blatt da auf dem Boden liegt, aber hat es wirklich eine solche Aussagekraft? Jemand bekennt, ein evangelikaler Christ zu sein, dabei hat er die Überzeugung, dass Gottes Wort nicht nur in der Bibel steht, sondern auch in der Überlieferung einer kirchlichen Tradition zu finden ist. Katholische, Evangelikale, ein Widerspruch in sich. Wer die Dogmatik der katholischen Kirche kennt. Es geht nicht um Feindlichkeit gegen Menschen, es geht um Klarheit zur Schrift. Das Wort ist verdrängt, weil man jetzt einmal so richtig geistlich werden will. Auch das hier und da auffallend. Man will Gott hören, hörendes Gebet, die Bibel bleibt zu. Fragen gegenüber dem, mit dem man diese Seelsorgepraxis anwendet, werden auch nicht gestellt. Darum ist heute diese Besinnung auf den Psalm so wichtig, Geschwister. Dieser Psalm ist kein Marktplatz, auf dem jede fromme Meinung ihre Wahrheit anpreisen kann. Dieser Psalm ist keine Einladung zu einem individualistischen Lebensstil nach religiösen Empfindungen oder kirchlichen Traditionen. Dieser Psalm ist eine enge Pforte gleich einem Nadelöhr. Durch diese Pforte gelangt nur der zur Glückseligkeit, der bejaht, was der Psalm bejaht und ablegt, was der Psalm ablegt und ablehnt. Er weist uns den Weg zur ewigen Glückseligkeit. Glücklich kann nur der werden, der aktiv mit der Bibel lebt. Distanzlosigkeit zur Bibel endet früher oder später in Gottlosigkeit. Unsere Gesellschaft illustriert das heute auf deutliche Weise und traurige Weise. Der Trend ist leider ein Abwärtstrend, ein Trend weg von Gott. Also wir brauchen und wollen eine frohe Bibelbetrachtung haben, erbauliches Bibellesen, intensives Meditieren oder Nachsinnen über Gottes Wort, das ist gemeint. Die Gewohnheit, besinnlich und erbaulich über Gottes Wort nachzudenken, dürfen wir in diesen Tagen wieder neu praktizieren und viele von uns tun es ja auch. Und da wollen wir uns ermutigen. Der Schreiber von Psalm 119 pflegte diese Gewohnheit. Psalm 119, Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Gesetz, das Wort Gottes. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Immunität gegen Sünde? Ja, gerne durch Gottes Wort. Oder Psalm 119, Vers 72. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken. Auch in Zeiten der Inflation gilt das. Seine Freude am Wort ist unbändig. Dieser Psalmschreiber, Psalm 119, ist überzeugt, Gottes Wort ist mehr wert als Gold. Diese Einsicht sitzt bei ihm tief im Herzen. Und davon dürfen wir uns anstecken lassen. Wir können den Psalm also mit einer Pforte vergleichen, durch die wir hindurchgehen und diesen ganzen Raum des Psalters sozusagen betreten, um den ganzen Segen des Psalters zu erfahren. Dieser erste Psalm ist Anfang und Auftakt des Psalters. Wir sollen also von Anfang an das Wort Gottes beherzigen. Er ist eine herrliche Pforte zur Glückseligkeit, wenn wir seinem Beispiel folgen. Dieser Psalm will uns mobil machen und ermuntern. Er informiert und motiviert uns als Weisheitspsalm oder als Lehrpsalm, ohne uns in direkter Rede anzusprechen. Gott stellt uns darin diese beiden Menschen, zwei Wege und ihre zwei Ziele vor Augen. Und wir können nicht einfach so unbedacht durchs Leben schlendern und dabei meinen, so ganz zufällig werde ich mein Glück in Gott schon finden. Im Vordergrund steht der eine Mann oder Mensch. Gemeint ist der Gerechte. Im Hintergrund steht hier der Gottlose. Das Wohl der Glückseligkeit gilt dem Hörenden und Gehorsamen. Das Wehe des Vergehens gilt dem Gottlosen, seine Vergänglichkeit. Der Verfasser will uns mit dem großartigen Vorbild und Bild des Gerechten herausfordern, ermutigen, seinem Beispiel zu folgen. Das bringt segensreiche Früchte.
Jeremia sagte, selig der Mann, der auf den Herrn vertraut. Kapitel 17, 7. Der Psalm knüpft die Seligpreisung mit einer dreifachen Negation. Der hier beschriebene Mensch ist gar kein Ja-Sager erst einmal, sondern erst einmal ein Nein-Sager. Und das ist so unpopulär geworden, kein Ja-Sager zu sein, sondern ein Nein-Sager zu sein. Einer, der sich abgrenzt und auf Distanz geht. Er lebt getrennt von dieser Welt, Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Nähe zu Gott erleben wir nur in der Distanz zur Sünde. Hier geht es nicht um Weltflucht, oh nein, wie es seltsame Einsiedler oder Säulenheilige betrieben haben. Es geht um ein klares Nein zu dem, was wirklich böse, schädlich und schändlich ist. Der Einfluss der gottlosen Welt ist eine Bedrohung. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Auch Paulus sagte das. Und das Nein zum Lebensstil der Gottlosen, der Sünder und Spötter setzt ja ein ganz klares Urteil voraus. Will man so etwas heute hören? In einer Zeit der Beliebigkeit und Toleranz ist es unpopulär, andere negativ zu beurteilen. Es wirkt für empfindliche Ohren hochnäsig, herablassend, ja vielleicht sogar pharisäisch, was der glückselige Mann hier tut. Aber er tut das einzig Richtige. Er sagt dreimal Nein. Wie die Mathematik lebt auch die Theologie von Plus und Minus, von Position und Negation, vom Ja zum Guten und Nein zum Bösen. Wo man das nicht beachtet, wird man sich an der Wahrheit gründlich verrechnen. Und so ist es auch in unserem Leben mit Gott. Unmöglich kann man den Rat der Gottlosen mit der Weisheit Gottes mischen und dann meinen, das trägt und hält. Nein, da baut man auf Sand. Glückselig, wer hier Abstand hält. Die Welt gibt viele Ratschläge, aber Gottes Wort und Weisheit schlägt sie in den Wind. Die Welt hat eben ihre eigene Moral, ihre eigenen Gesetze und Regeln. Sünder können auch moralische Leute sein. Es gibt sozusagen anständige Sünder, um das in Anführungszeichen deutlich zu setzen, aber sie leben gottlos und sind es auch. Ich habe in den vielen Jahren manche Leute kennengelernt, die ich wirklich sehr respektiere, menschlich feine Leute. In meiner Mitarbeit in einem Förderverein, einer Förderschule, 13 Jahre war ich erster Vorsitzender. Ich habe mit dem Schulleiter, mit der Konrektorin zusammenarbeiten können, mit Schulpersonal. Das sind feine Leute gewesen. Aber sie kannten den Herrn, soweit ich weiß, nicht. Und bei meiner letzten Vorstandssitzung, einen Tag vor Christi Himmelfahrt, habe ich gesagt, so, da ich jetzt ja wegziehe und das letzte Mal hier die Vereinssitzung leite, nehme ich mir die Freiheit, um ein paar Gedanken zu Christi Himmelfahrt weiterzugeben. Ich habe ihnen ganz kurz das Evangelium gepredigt. Aber das sind feine Leute. Nur das reicht nicht, ein feiner Mensch zu sein, menschlich sich anzustrengen, sich zu bemühen. Wir brauchen Jesus, den Retter. Ich kann mich erinnern, wie Winrich Schäffbuch in einer Predigt mal sagte, dass wir uns nicht einbilden sollten, sinngemäß zitiere ich das, dass wir Christen so viel bessere Menschen wären als die, die Gott nicht kennen. Er betont deutlich, dass es viele gibt, die ein wesentlich anständigeres oder vorbildlicheres Leben, moralisch vorbildlicheres Leben führen als viele Christen. Und er nimmt sich da selbst nicht aus. Es geht nicht um ein moralisches Leben. In erster Linie geht es darum, sind wir Gerechte? Sind wir Gerettete? Und natürlich folgt daraus eine Verpflichtung, ganz gewiss. Der Gottesfürchtige oder Fromme sitzt nicht unter den Spöttern. Unheilige Spötter haben Spaß daran, sich über andere lustig zu machen. Spott ist ein Reflex des Hochmuts. Ja? Man zieht über etwas oder jemanden her und will damit seine Überlegenheit zementieren. Wir
kommen wir noch zum Psalm 2. Dort erfahren wir zu unserem Erstaunen, dass einst auch Gott den gottlosen Rebellen mit heiligem Spott antwortet. Gott darf das, weil er der hohe und erhabene Gott ist. Menschlicher Spott ist Ausdruck großer Hilflosigkeit gegenüber einer Person, Meinung oder Überzeugung. Man kommt hier anders nicht bei, weil das Andersartige ja als Bedrohung empfunden wird. Man vermag das andere oder Fremde weder gedanklich zu durchdringen, noch zu bezwingen oder zu überwinden. Die Haltung gesunder Toleranz ist dem Spötter gar nicht möglich. Das vermag er nicht, tolerant zu sein. Weder durch Verstand noch durch gereifte Emotionen ist es ihm nicht möglich. Und so übergießt er den Gegenstand oder den Gegner, der ihm so fremd ist, mit beißendem Spott. Er macht sich lustig über den Nächsten, über Gott, über die Frommen und so weiter. Doch was ist dieser Spott? Spott ist das hilflose Echo einer intoleranten Haltung. Spott ist getränkt von hochmütigen Vorurteilen und tief sitzender weltlicher Torheit. Es ist das Zappeln des Verlierers, der mit jedem weiteren Spott seine eigene Niederlage dokumentiert. Wer die Wahrheit verspottet, macht sich über etwas lustig, das er verachtet, weil er es nicht sehen und begreifen kann. Er spottet und lacht über alle, die das Licht lieben und weiß nicht, dass seine eigene Blindheit ihn hindert, das Offensichtliche, das Licht zu sehen und zu begreifen. Der Spott über den christlichen Glauben ist längst medientauglich. Ich erinnere mich, wie ich im Jahr 2009 im Radio eine Sendung hörte. Ich kam abends spät zurück von einem Dienst, das war um Mitternacht schon. Und in dieser Sendung hat man sich über Gott und das Vaterunser lustig gemacht. Ich schrieb daraufhin einen Brief an den Programmdirektor und unter anderem folgende Zeilen, ich zitiere nur einen Teil daraus. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie der SWR hat gewiss die Freiheit, Kabarettisten auf Sendung zu bringen. Das ist gut so und unbestritten. Müssten dabei aber nicht auch religiöse Überzeugungen und Gefühle anderer geachtet werden? Ist künstlerische Freiheit etwa ein Spiel ohne Grenzen? Ist sie im öffentlich-rechtlichen Sendeformat ein Freibrief für eine Unterhaltung ohne Achtung religiöser Gefühle und der Würde Gottes? Malen Sie sich bitte aus, was geschehen könnte, würde man Allah, den Gott unserer muslimischen Mitbürger, derart verhöhnen. Hier wird mit zweierlei Spaßmaß gemessen. Keine Frage, mit solchen Spöttern sitzt man nicht zusammen und da schaltet man dann auch besser ab, wenn sowas gesendet wird. Denn ihnen ist nichts heilig, nichts heilig. Unter solchen hält es ein Gerechter nicht aus. Und wir müssen auch keine spöttischen Sendebeiträge aushalten. Ich habe es mir nur angehört, weil ich mal wissen wollte, was kommt da jetzt noch alles. Und das hat mir wirklich gereicht. Der Mensch, den Gott segnet, lebt also getrennt von dieser gefallenen, sündigen Welt. Er hat Lust an Gottes Wort. Und jetzt kommt das Positive. Drei Dinge zeichnen den Gerechten hier nach Vers 2 aus. Er hat Lust am Gesetz des Herrn, er sinnt über das Gesetz des Herrn, er verharrt im Gesetz des Herrn. Also Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Hören wir auf den Psalmisten aus Psalm 119 noch einmal, denn auch dort finden wir diese drei Aspekte, wenn auch in anderer Reihenfolge. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Verse 15 und 16, Psalm 119. Wie kommen wir nun dahin, dass wir Lust auf Gottes Wort haben? Von Natur aus leugnen und hassen wir Menschen ja die Wahrheit. Und Jesus sagt es zu den Juden, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Was für ein Satz, genial. Weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Mit anderen Worten, wenn einer kommt, der euch belügt, betrügt, dann fresst ihm aus der Hand. Wie kann das sein? Weil wir Sünder sind. Weil wir das hören, zu dem wir hingehören, von Natur aus. Und mit diesem Wort Jesu legt er den Finger in die Wunde von uns Menschen. Normalerweise vertrauen wir doch jemandem, der uns die Wahrheit sagt. Ja, aber nur, solange sie unserem eigenen Begierden nützlich ist.
Wir haben ein Problem mit der schonungslosen Wahrheit und darum auch mit Gottes Wort. Denn wir sind ja von Natur aus Kinder des Lügners. Satans Same kann die Wahrheit nicht lieben, ausgeschlossen. Und der natürliche Mensch will die Begierden seines Vaters tun, von dem Jesus sagte, jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit. Er ist ein Lügner und der Vater derselben. Durch die Wiedergeburt, durch die Neugeburt, durch den Heiligen Geist empfängt der Mensch eine neue Natur. Wer durch den Glauben ein Kind Abrahams wurde, schätzt das Wort Gottes. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er ist ein Gerechtfertigter, wie wir, die wir an Jesus glauben. Erst die neue Natur macht es möglich, dass der nun Gerechte Wohlgefallen, ja Lust hat am Gesetz Gottes. Wir können einem Heiden nicht Lust aufs Wort Gottes machen und hoffen, dass das nachhaltig wird, wenn er sich nicht irgendwann bekehrt, nicht irgendwann der Samen des Wortes in seinem Herzen aufgeht. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht oder findet. Wie kann es dann kommen, dass unsere Lust auf dieses Wort mitunter auch nachlässt? Dass manche sogar regelrecht auf Distanz zum Wort Gottes gehen? Es hat wohl auch damit zu tun, dass man sich nicht mehr auf seine neue Natur und seine Berufung besinnt. Wir gehören ja nicht uns selbst, wir gehören Jesus. Wie man es in dem alten Lied von Bodenschwing zu singen pflegt. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Aber nur wenn wir ganz in dieser Berufung Gottes leben, haben wir auch eine ganze helle Freude an Gottes Wort. Wer durch den Samen des Wortes von Neuem geboren wurde, der lebt ja aus diesem Wort, durch das Wort und für das Wort Gottes und für den Herrn. Das ist ein wunderbares Geheimnis, dass wir nämlich durch den Samen des Wortes und den Heiligen Geist gezeugt wurden und zusätzlich von diesem Wort leben. Darum sagte Jesus in Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wenn schon Jesus alles durch das Wort seiner Macht trägt, sind wir auch getragen durch dieses Wort. Gerechte sind ja Gerechtfertigte und mit Gott Versöhnte, die ein für alle Mal Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, Römer 5, Vers 1 und folgende. Nun gehen wir weiter, das Sinnen. Das Verb beschreibt ein lautes Nachsinnen. Es kommt übrigens dann nochmal im Psalm 2 vor, dieses Wort. Fromme wie Gottlose können laut sinnen, wir würden auch sagen sinnieren. Ne? Die Frommen denken und reden über Gottes Wort, und die Gottlosen sinnen nach, wie sie Gottes Macht zu Fall bringen können. Auch hier ein Kontrast in diesen beiden Psalmen. Ganz interessant. Wer Freude an Geld hat, der denkt worüber nach? Über Geld, über Kohle. Wie er es vermehrt oder wie er es am besten ausgibt. Die Freude am Wort Gottes motiviert mich hingegen, über das Wort nachzudenken, über den Reichtum des Wortes. Denn es bringt mir mehr Einsicht, mehr Weisheit, mehr Klarheit. Es ist mir wieder eine Freude zu sehen, wenn ich im Bibelschulunterricht, irgendein Bibelbuch unterrichte, wir machen das ja im Überblick, und dann kommt der ein oder andere mit seiner Bibel und sagt, ich bin gerade in der Vorbereitung für eine Jugendstunde, jetzt habe ich hier eine Frage zu dem Text. Ist das so oder so, kann ich das so verstehen? Und das ist so eine Freude zu merken, dass der dann noch ein bisschen weiter gedacht hat, als ich es ausgeführt habe. Dass das Wort so pupfert, so anregt, so in das Nachdenken in die Freude bringt und das muss ich noch weiter erforschen und das möchte ich weiter sagen. Das macht das Wort. Das Wort macht alles. Wie es Luther auch gesagt hat, das Wort hat es getan. Das Wort hat eine Kraft, eine Dynamik, die wir nie unterschätzen können. Ein Wort, ein Gedanke begleitet dich, den du aufgegriffen hast in der Bibelarbeit oder im persönlichen Bibellesen. Und du hängst ihm nach, du brütest darüber, um besser zu verstehen, was Gott darin sagt. Mir geht es öfter so, dass ich nachts mal aufwache und plötzlich kommt mir ein Gedanke oder kann dann nicht mehr schlafen, dann schreibe ich das auf. Es arbeitet an mir, das Wort arbeitet an mir. Ich arbeite mit dem Wort, aber es arbeitet mit mir, es arbeitet an mir. Und das ist das Dynamische, was eben die Tageszeitung macht, das hoffentlich nicht mit uns.
kann sie auch nicht, so wie das Wort Gottes lebendig wirksam ist. Die Tageszeitung von heute ist morgen Altpapier. Das Wort Gottes bleibt lebendig und wirksam. Es ist untödlich. Und so, wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, dann kommt auch wieder die Lust. Das ist wie beim Essen. Ja? Manchmal kommt die Lust oder Appetit beim Essen. Wenn man das Buffet anschaut und sagt, ach, jetzt habe ich doch ein bisschen Appetit. Mensch, ist das toll, was da alles gibt. Ja? Da muss man sich auch zügeln. Und so lasst uns auch entsprechend richtig leben, Geschwister. Tag und Nacht steht für alle Zeit, für pausenlose Verbindung zum Wort, sozusagen online zu bleiben. Das ist kein frommer Zwang oder Wahn, keine Pflichtübung, du musst, du musst, du musst. Es ist Lust und Freude, Appetit, weil es uns ganz viel gibt. Und er steht wie ein Baum. Er steht wie ein Baum. Er hat nicht nur Lust am Wort Gottes, er steht wie ein Baum. Wie weh tut es uns, wenn wir sehen, wie Dinge vergehen, Geschwister. Blumen welken und Menschen sterben. Dazu sind wir nicht geschaffen, das ansehen zu sollen, zu müssen. Das Paradies sah ja ganz anders aus. Und so gibt der Psalm uns den Blick frei auf einen immergrünen Baum, der Frucht bringt, der gar keinen Herbst zu kennen scheint. Und da leuchtet auch schon der Baum auf, wie ihn die Offenbarung des Johannes beschreibt. Offenbarung 22, Vers 2. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das Bild vom Baum sagt in der Tat mehr als 1000 Worte. Vers 3, und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Wörtlich heißt es eigentlich transplantiert, also verpflanzt. Der Gerechte hat einen neuen, ihm zugewiesenen Platz. Er hat sich nicht selbst versetzt und befördert. Er wurde gleichsam vom Gärtner dorthin gesetzt, wo er am besten gedeihen kann. Und so ist es auch bei uns. Geschwister, wir mögen unseren Platz nicht als an Wasserbächen empfinden. Und doch pflanzt uns der Herr dorthin, wo er uns haben und gebrauchen will. Die Versorgung dürfen wir ihm überlassen. Er weiß, was wir brauchen und seine Gnade genügt uns. Beachte, er steht nicht nur an einem Bach, sondern an Wasserbächen. Versiegt einer, wird ein anderer da sein. So trocknet der Gerechte nicht aus. Er bringt Frucht, die ihn als Christ erkennbar macht. Wie man Obstbäume an ihrer Frucht erkennt, so auch Christen an ihrer Frucht. Gott will in unserem Leben Frucht sehen und ernten. Und zwar zu der richtigen Zeit. Unreife Frucht ist nicht gut und faule erst recht nicht. Ein Baum bringt, wie der Christ, nicht Früchte für sich selbst hervor. Sie dienen den anderen und der Ehre Gottes. Und solche Früchte, bedenken wir auch das, können sogar neue Bäume entstehen lassen. Der Gerechte verdankt also seinen Platz und seine Bestimmung allein der Gnade Gottes, durch die er berufen wurde. Ein Laubbaum ist es hier, dessen Blätter nicht verwelken. Er steht also voller Saft da. Im Leben des Christen gibt es nach diesem Bild keinen dauernden Herbst oder Zeiten ständiger Dürre und Fruchtlosigkeit. Ja, es gibt sicherlich Phasen des Wachstums, der Stille, des Pausierens, des Regenerierens, das ist ganz klar. Aber wenn unser geistliches Leben welk wird, dann liegt es an unseren Wurzeln, am fehlenden Umgang mit Gottes Wort, an der Distanz zum Wort und der zu großen Nähe zu der Welt und ihrer Lust. In der Gemeinschaft mit Gott tanken wir auf. An Tagen wie diesen tanken wir auf. Deshalb sind wir alle hier. Und alles, was er tut, gelingt. Wer ist der Mann, auf den diese Beschreibung vollkommen passt? Alles, was er tut, gelingt. Das kann ich wirklich nicht für mich in Anspruch nehmen. Es passt 100% auf unseren Herrn Jesus Christus. Alles, was er tat, gelang. Und er ist das große Beispiel dieses Baumes, auf das wir aufschauen dürfen
unseren Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie kann andere befolgte er ja die Schrift? Wie kann andere hielt er sich an die Schrift? Er erfüllte sie. Es ist üblich, Menschen mit der Standhaftigkeit und Fruchtbarkeit von Bäumen zu vergleichen. Und das Motiv ist biblisch und daher ja auch sehr naheliegend, es im Hinblick auf Christen zu gebrauchen. Und wohlgemerkt, das größte Beispiel für diesen Baum ist Jesus Christus, das Vollkommene. Aber doch hat Johann Gottfried Herder es doch im Sinn gehabt, dieses Bild auf den Werten Martin Luther zu projizieren. Ich zitiere: Luther, mächtiger Eichenbaum deutschen Stammes, Gottes Kraft, droben im Wipfel braust der Sturm, du stehst mit 100 bogigen Armen dem Sturm entgegen und grünst. Der Sturm braust fort, es liegen da der dürren armen Äste, zehen da niedergesaust. Du, Eichbaum, stehst, bist Luther. So Johann Gottfried Herder. Und hier geht es nicht um Menschenverherrlichung, aber es erstaunt mich schon manchmal, wie Brüder und Schwestern im Glauben einfach stehen, wie eine deutsche Eiche. Und das Deutsche muss man jetzt nicht betonen, nicht falsch verstehen, muss man heute überall aufpassen, ja. Wie eine Eiche. Und dann sieht man, da kommt noch ein Tiefschlag, da kommt noch eine Not, da kommt noch eine Krankheit. Und der Bruder dankt sich durch oder die Schwester. Und das liegt eben nicht an diesem Bruder, an dieser Schwester, es liegt an der Gnade Gottes, die genügt, die durchträgt. Schauen wir Paulus an, auch ihm könnte man so ein Gedicht widmen. Es geht nicht um die Huldigung von Menschen, dass das klar verstanden wird hier. Aber es geht darum, dass wir anerkennen, dass Gott Menschen gebraucht, um zu zeigen, was seine Gnade vermag in der Schwachheit. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wir sehen in einem engen Zusammenhang zwischen dem Nachsinn über Gottes Wort und Gottes Tun dieses Gelingen des Gerechten. Das Tun und Gelingen, wie es im Leben Josefs oder Daniels hervorgehoben wird, wurzelt in der Nähe zum Wort Gottes. Es war ihr schlichter Gehorsam. Und wie sollte es bei uns sein? Können auch wir sagen, alles, was ich tue, gelingt mir? Ich denke, jeder wird auch mal Gegenteiliges erleben. Und das treibt mich in diesem Psalm und in Gottes starke Arme, dass wir doch nicht immer alles so toll hinbekommen. Er aber kann, was mir unmöglich ist. Und wer wollte nicht Gelingen erleben? Jeder von uns. In deiner Erziehung mit den Kindern, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Dienst in der Gemeinde, da wollen wir Gelingen sehen und darüber hinaus in allem, was wir tun. Im Psalm 90, Vers 17 betet Mose: Und die Huld des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände befestige es. Was Christus nicht hält, das hält nicht. Aber wen Christus hält, der ist gehalten, mitsamt dem, was er tut. Psalm 118, Vers 25. Ach, Herr, hilf doch! Ach, Herr, gib doch Gelingen! Die Abhängigkeit in allem Tun beruht auf dem Nachsinnen über das Wort Gottes. Ich denke, das ist uns klar geworden. Jesus wandelte in den vorbereiteten Werken. Jesus tat die Werke des Vaters. So sollen auch wir in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln. Epheser spricht davon in Kapitel 2. Die richtige Gesinnung zum Wort Gottes macht es also möglich, die vorbereiteten Werke Gottes zu erkennen. Selbst Jesus lebte in einer beeindruckenden Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Verse 19 bis 20. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Wir sind keineswegs vollkommen in unserer Nachfolge und in unserem Tun. Das Wort aus den Sprüchen gibt uns Trost. Kapitel 24, Vers 16. Denn der Gerechte, Klammer auf, Gerechtfertigte, Klammer zu, fällt nie, doch, er fällt siebenmal,
Siebenmal? Zahl der Vollkommenheit. Trotz aller Unvollkommenheit. Wunderbar. Und steht wieder auf. Und rückt vielleicht seine Krone zurecht, weil er ein Kind Gottes ist, ein Königskind. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Wir sind Privilegierte, wir sind Begnadigte. Was uns von Gottlosen unterscheidet, ist unser fester Halt in der Gnade Gottes. Wir stehen in dieser Gnade, was ja auch Römer Kapitel 5, Vers 1 und 2 unterstreicht. Durch die Rechtfertigung aus Glauben ist es ja möglich geworden. Da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit unserem Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus. Ja. Er hat diese herrliche, Festigkeit in der Gnade geschenkt. Ich denke gern an diese Stehaufmännchen aus der Spielzeugkiste, unten Blei drin oder Metall. Ja, und wir wissen, das kannst du immer wieder umkippen. Und manche Kinder sind in dieser Phase, wo sie nicht genug bekommen davon, dass das immer wieder hochkommt. Umgedrückt, umgeschubst und es kommt immer wieder hoch, mit dieser Halbkugel unten, ja. Das ist ein Bild für die Kraft der Gnade Gottes, Geschwister. Sie hält uns, wenn wir wanken, sie richtet uns auf, wenn wir fallen. Alles hängt an dieser Gnade. Dass der Gerechte wieder aufstehen kann, aus der Vergebung leben darf, ist Gnade. Das alles hat der Gottlose nicht, er ist ein armer Sünder. Aber wir wollen ihm sagen, was ihm fehlt. Auf die Frage, wie schaffst du das alles? Und die wird uns vielleicht manchmal gestellt. Wie schaffst du das alles, da geduldig zu bleiben, nicht zu hadern? Das sollen wir antworten, Christus in uns schafft das. Ich schaffe das gar nicht. Auch wenn man hier keine Erfolgsgarantie für alles Tun des Christen ableiten darf, so muss ja doch ein Unterschied sein zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Und zudem wollen wir uns an das Preisgericht erinnern, an den Richterstuhl Christi. Die Rettung des Christen ist gewiss, seine Belohnung aber ist von seiner Lebensweise, von seiner Treue zum Wort abhängig. Das ewige Leben ist kein Lohn, das ist Geschenk aus Gnade. Das ist wichtig zu unterscheiden. Das Schicksal des Gottlosen wird im Psalm deutlich unter der Vergänglichkeit und Auflösung gesehen. Was übrig bleibt, ist Spreu, wie der Wind sie verweht. So sollten wir uns aber auch daran erinnern, dass 1. Korinther 3, Verse 12 bis 13 erwähnt, dass im Gegensatz zu Gold, Silber, kostbare Steine auch von Holz, Heu und Stroh die Rede ist. Wenn auch das Leben des Gläubigen nicht wie Spreu vergeht, so kann doch das ein oder andere fromm erdachte und selbstgemachte Lebenswerk nur Holz, Heu oder Stroh sein. Diese Pforte der herrlichen Glückseligkeit, dieser Psalm erinnert uns also daran, worauf es ankommt. Nicht Aktionismus zählt, sondern Besinnung und Gelassenheit, sie haben Gewicht. Nicht eine endlos fromme To-Do-Liste zählen, sondern aus der Gemeinschaft mit Gott zu planen und das Gelingen von ihm zu erbitten. Das gibt dem Tun Gewicht und bleibenden Wert. So manche unausgegorenen, gut gemeinten Projekte wurden zu sprichwörtlichen Türmen, deren Kosten nicht überschlagen wurden. Als ich vor über 20 Jahren in den USA unterwegs war mit einem Freund, zeigte er mir einen Turm von einem Mann, der Spenden sammelte, Radiostationen, christliche Radiostationen wollte er bauen und der Turm wurde nie fertig. Steht da wie ein Denkmal für Halbgares, für nichts Vollendetes. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist also auch ein Warn- und Weckruf an uns, nicht zu viel zu beginnen, sondern alles tun, im Gelingen Gott anzubefehlen. Die Gemeinschaft mit Gott im Nachsinn über sein Wort wird uns die Werte und Tugenden wachhalten, die wir so oft im Aktionismus auch verdrängen können. Beziehungen, Gemeinschaft ist noch wichtiger als die To-Do-List und die Produktivität. Wir gehen weiter. Der Mensch, den Gott richtet, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Was tut er? Er lebt ohne Gott. Der Gottlose ist gottlos. Er will von Gott nichts wissen, er weiß auch nichts über Gott und will ihn loshaben. Komme mir nicht mit Gott, so sagen viele. Sie sind fertig mit ihm. Aber noch ist ja Zeit der Gnade und noch will Gott Sünder rufen. Und er tut es tatsächlich. Mit diesem Aufruf endet ja auch Psalm 2. Da ist auch nochmal ein Aufruf an die Herrscher gerichtet im Psalm 2 am Ende. Und er lebt nicht nur ohne Gott, er hat nichts Bleibendes. Ganz im Kontrast,
erklingt der Anfang von Vers 4 nicht so die Gottlosen, also im Kontrast zu dem Gerechten. Menge übersetzt noch betonter, nicht also die Gottlosen, nein. Das entspricht dem abrupten Stil im Grundtext. Ganz anders also, im völligen Gegensatz zum Gerechten steht es um den Gottlosen. Er hat kein Gewicht, er ist ein Leichtgewicht, weil er nicht mit dem herrlichen Gott verbunden ist. Er lebt völlig losgelöst von Gott, das ist unfassbar tragisch, weil es sein sicheres Ende zementiert. Der Gottlose gleicht einem Fisch, der sich einbildet, er braucht das Wasser nicht zum Leben. Er ärgert sich am Wasser. Er will es los sein. Und irgendwann wird Gott seine Gnade zurückziehen. Das Lebenswasser versiegt und der Gottlose geht in seiner Gottlosigkeit buchstäblich unter. Vom herrlichen Bild des fruchtbaren Baumes wechselt der Text zum trostlosen Bild der Spreu, wie der Wind verweht. Nichts Bleibendes. Was ist Spreu? Es ist Stroh, trockener, wertloser Abfall, der beim Worfeln auf der Tenne übrig bleibt. Wenn Bauern in Palästina das Korn worfelten und der Wind oben auf der Tenne pfiff, so fiel dabei das Korn zu Boden, aber die Spreu wurde vom Wind weggefegt. Hat sich keiner drum gekümmert. In der Spreu ist nichts Wertvolles an sich. Sie hat kein Gewicht, weil sie völlig gehaltlos ist. Das Wort Herrlichkeit hingegen, hebräisch Kabod, bedeutet eigentlich Gewicht. Und so haben Gott und seine Kinder ein besonderes Gewicht, eine Herrlichkeit eben. Aber der Gottlose hat nichts davon. Alle Menschen werden gerichtet. Und Jesus sagte, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Johannes 3, Vers 18. Christen werden von Christus am Preisgericht gerichtet. Nicht um verurteilt, sondern um beurteilt und belohnt zu werden. Aber auch Gottlose werden ihre Knie beugen und anerkennen, dass Christus Herr ist. Herr ist. Johannes der Täufer scheint sich in seiner Bußpredigt in Lukas 3 auf diese Spreu der Gottlosen zu beziehen, wenn er in Vers 17 in Lukas Kapitel 3 sagt, er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Wie wichtig ist angesichts dieses Schicksals die Aufforderung zur Umkehr, zur Buße, zur ganzen Umkehr zu Gott. Wir sollen den Gottlosen warnen und darin nicht müde werden. Ja, gewinnend, nicht polternd, aber darum werben und ringen und im Namen Jesu die Botschaft ihm zu rufen, lass dich versöhnen mit Gott. Er wird nicht bestehen. Er wird nicht bestehen, der Gottlose. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Weil der Gottlose dieses beschriebene Wesen, diese gefallene Natur hat, wird er im Gericht nicht bestehen können. Für die Heiligkeit Gottes muss man feuerfest sein. Und das ist man nur durch den Schutzpanzer der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Und die fehlt ihnen. Die fehlt dem Gottlosen. So viele bilden sich ein, sie könnten Gott einmal ihre Meinung geigen, ihm mal die Leviten lesen über sein schlechtes Regieren. Aber sie werden Gott nicht anklagen, sondern vor Angst stumm werden. Nichts werden sie sagen. Sie werden ihr gerechtes Urteil erhalten und ewige Strafe erleiden. Ach, wie nötig ist es, dass das Wort läuft und wir es den Gottlosen verkünden. Dass wir sie an Christi Statt bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Sie müssen es hören, auch wenn sie es nicht hören wollen. Und natürlich müssen wir respektvoll bleiben. Aber eindringlich, flehentlich, mitunter bitten, hört doch mal zu. Der Mensch will nicht, dass Gott Gott sei. Aber jeder wird erfahren, dass Christus Herr und Gott über alle Menschen ist. Er ist unser Schöpfer und hat Anspruch auf Ehre und Dank. Römer 1. Denken wir daran, wie Paulus das skizziert, diesen Fall in die Sünde und die Auswirkungen, die Leugnung Gottes. In der Gemeinde Jesu wuchsen schon von jeher das Unkraut und der Weizen nebeneinander auf. Das wird auch so weitergehen bis zum Tag des Gerichts. Jeder, der in eine Gemeinde geht, soll darüber auch ganz gewiss sein, dass er wirklich ein Kind Gottes ist und nicht nur, weil er zu einem Verein gehört oder zu einer Mitgliedschaft vielleicht gedrängt wurde, auch Christ wäre. Das Ende ihrer Wege, kurz
und bündig. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Der gerechten Weg ist Gott bekannt. Die Aussage, dass der Herr den Weg der Gerechten kennt, hat eine besondere Tiefe, denn wenn wir lesen, dass Gott jemand kennt, so hat das nicht nur mit Wissen zu tun, es hat mit einer tiefen Beziehung zu tun. Wen Gott kennt, der gehört ihm. So sagt auch 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19, der Herr kennt, die sein sind, also die ihm gehören, die also seine Schafe sind, das meint das. Es geht also um eine echte, innige Beziehung, eine unauflösliche Verbundenheit, die damit zum Ausdruck kommt. Das hebräische Wort für kennen beinhaltet auch den Aspekt, sich jemand in Liebe zuzuwenden. Und hier wird also das Band der Liebe und die Unauflösbarkeit der Beziehung Jesu zu seinen Erlösten deutlich. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Ist er nicht unser Weg? Natürlich. Jesus ist mein Weg. Und damit ist dieser Weg der einzige Weg, der auch das Ziel ist. Wunderbar. Die Verse aus Römer 8 verdeutlichen dieses Kennen in einem noch tieferen Sinn. Römer 8, Vers 29 und 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Nichts kann uns scheiden von diesem Herrn. Für den Gerechten gilt, dass er von Gott zuvor erkannt und zuvor bestimmt wurde, dass er ihn berufen hat und er aus Glauben gerechtfertigt wurde und darum auch verherrlicht werden wird. Das ist alles reine Gnade und dafür sei unserem Herrn Jesus Christus Lob und Dank und Ehre. Die Gottlosen hingegen werden vergehen. Aber der Weg der Gottlosen wird vergehen, steht da. Und wieder folgt hier ein starker Kontrast. Es gibt so viele Menschen, die keine Hoffnung haben. Glückselig der aber, welcher Gottes Wort zu Herzen nimmt. Glückselig ist der, welcher über das Wort nachsinnt und gehorsam befolgt. Der Weg des Gottlosen vergeht und der Gottlose mit ihm. Der Psalm lehrt hier nicht die Auslöschung der menschlichen Existenz. Er lehrt, dass das Leben des Gottlosen ohne bleibende Frucht ist. Seine Wertschöpfung und Lebensleistung sind für immer dahin, sind für den Wind. Sein Ende ist ein ewiges Elend, ein endloser Schrecken. Gott ist und bleibt eben heilig und er wird sich nicht vor der Gottlosigkeit der Menschen beugen oder verbeugen. Er passt sich nicht an. Obschon er in Christus Mensch wurde, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die herrliche Pforte zur Glückseligkeit haben wir durchschritten. Der Psalm bietet uns, den Gerechten, einen starken Trost in schweren Zeiten. Er ermahnt die Gottlosen, diesen starken Trost in schweren Zeiten zu suchen. Wohl dem Menschen, der die Wahrheit des Psalms beherzigt. Wohl dem, der Gottes Wort auch heute hört und darüber beständig nachsinnt. Die Verheißung könnte nicht kostbarer sein. Und ich möchte abschließen mit Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und ich möchte ein Gedicht, das ich einmal einem meiner Kinder geschrieben habe, zu einem Geburtstag hier einfach noch ergänzen zu diesem Psalm und es auch dir persönlich zusprechen. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du es noch nicht, dann mach das heute fest. Lass uns darüber reden, wie du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn annehmen kannst. Wundervoll. Wundervoll, der Baum am Wasser, wie er wächst, für andere blüht. So gibt Gott dir Kraft zum Leben, er bleibt stets um dich bemüht. Dein Herr Jesus ist dein Leben, pflanzte dich als sein Geschöpf, Früchte tragend, Schatten spenden, so ein Baum wird zum Geschenk. Wurzle tiefer, wachse weiter, trage Früchte mehr und mehr.
Gott bleibt deine Lebensquelle, trink aus ihr, sie wird nie leer. Sollte Jesus dich verpflanzen, lass die Wurzeln nicht zurück, denn die Wurzeln in der Bibel oder Gnade sind dein Glück. Gott ist Herr von Wind und Wetter, er hat Zeit und Plan und Ziel. Seine Zukunft bringt die Hoffnung. Möge er dich segnen viel. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und dazu wollen wir uns erheben. Herr Jesus Christus, danke für diesen wunderbaren ersten Psalm. Er ist wahrlich eine Pforte zur Glückseligkeit. Wenn wir darüber nachdenken, was dieses Wort enthält, dann begegnen wir ja dir, dem fleischgewordenen Wort Gottes, und hören deine Stimme und merken, du bist unser guter Hirte. Du willst uns Weide schenken und nähren und hegen und pflegen, aber eben auch gebrauchen, dass wir Früchte bringen zu deiner Ehre. Das mögest du wirken, Herr, durch dein Gnadenwerk, durch deinen guten Heiligen Geist. Und danke, dass wir Gesegnete des Herrn sein dürfen und dass wir diese gute Botschaft, das Evangelium, weitersagen dürfen, dass noch Gnadenzeit ist. Dafür sei dir Lob und Ehre, Herr Jesus Christus. Lieber himmlischer Vater, Amen. Wir kommen zum zweiten Teil oder zum Psalm 2, der Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. So wollen wir es überschreiben. Über beide Psalmen stellen wir das Motto glückselig durch Gottes Wort und nun heute, jetzt im zweiten Teil und Gottes Sohn. Glückseligkeit ist beides Mal das eigentliche Thema über den beiden Psalmen. Wir haben gehört, Glückseligkeit als Begrifflichkeit umschließt eigentlich beide Psalme wie eine Klammer. Und Glückseligkeit ist möglich durch Gottes Wort und natürlich durch Gottes Sohn. Und dass diese Glückseligkeit uns nicht einfach in den Schoß fällt, sahen wir in Psalm 1 und sehen wir hier. Es geht um eine aktive Entscheidung im Leben. Was ist die Bibel für mich? Wer ist Jesus für mich? Daran entscheidet sich nicht nur ein glückliches Leben auf Erden, daran entscheidet sich, ob ein Mensch ewiges Glück oder ewigen Schrecken erfährt. Das scharfe Wort Gottes, ja, Jesus selbst scheidet zwischen Schafen und Böcken, zwischen Gerechten und Ungerechten. Sein Maßstab gilt, weil er der Maßstab des Lebens ist. Der Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. Dieser zweite Psalm ist ein Königspsalm. Man kann ihn auch einen prophetischen Psalm nennen, weil er uns etwas über Jesu zukünftige Herrschaft als König offenbart. Und zwar eine Menge. Der Psalm begegnet uns auch in der Geschichte der jungen Gemeinde in Jerusalem. Es ist interessant. Nachdem der Hohe Rat damals die Apostel Petrus und Johannes bedrohte und ihnen gebot, Zitat, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren, was eine Ansage hier, nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren, und zwar überhaupt nicht, da findet nach ihrer Entlassung eine Gebetsversammlung statt. Und beten ist ja wichtig. Und dabei bezieht sich der Beter, vielleicht Petrus, auf Psalm 2. In Apostelgeschichte 4,25 heißt es dann, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast. Und wir zitieren jetzt das nicht weiter, aber hier ist klar, dass er aus diesem Psalm 2 zitiert und klar macht, das ist David, der den Psalm geschrieben hat. Die ersten Christen verstanden gut, dass die Feindschaft gegen Christen und gegen das Evangelium zugleich Feindschaft und Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten bedeutet. Und Feindschaft gegen Christus und den Gesalbten ist zugleich Feindschaft gegen die Gemeinde Jesu. Warum? Weil Jesus unser Haupt ist. Also wenn mir jemand auf den Kopf schlägt, dann wird die rechte Faust irgendeine Regung spüren. Ja? Wer den Kopf demolieren will, angreifen will, der greift den ganzen Körper an. Und manche Christen scheinen das ganz nüchtern trennen zu können. Ja, Gott lässt dann, ja, aber das muss uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Echt? Ist das so? Einem solchen Widerstand sollen wir immer zuerst mit Gebet begegnen. Das ist wichtig und bewegt nicht nur Herzen, sondern mitunter, wie in Apostel 4, Vers 31, sogar die Versammlungsstätte. Ja.
Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann, hat einmal jemand gesagt. Wir dürfen und sollen auch heute intensiv im Glauben beten. Wir kommen im Gebet mit unseren Anliegen zum Thron der Gnade, weil Jesus auf diesem Thron sitzt. Der starke Trost in diesem Psalm liegt für alle Gläubigen in Christus, dem Gesalbten, begründet. Der Psalm gibt uns ein umfassendes Bild vom Messias. Er ist König, Vers 6. Er ist Gottes Sohn, Vers 7. Er ist Erbe, Vers 8. Er ist der Ewige, Vers 11. Er ist der Versöhner, Vers 12. Uns fällt beim vergleichenden Lesen auch auf, welche Parallelen es zwischen Psalm 1 und Psalm 2 gibt. Psalm 1 spricht vom Wort Gottes, Psalm 2 von Jesus, der das Wort ist, das fleischgewordene Wort. Psalm 1 spricht vom Spott der Gottlosen, Psalm 2 von Gottes Spott und Lachen über die Gottlosen. Psalm 1 spricht vom Gerechten, der im Gericht bestehen bleibt. Psalm 2 spricht von Christus als dem Richter, dessen Herrschaft ewig bestehen bleibt. Und er ist der gerechte Richter. Psalm 1 beginnt mit einer Glückseligpreisung. Psalm 2 endet mit einer solchen. So überspannt die beiden Psalmen dieses gemeinsame Thema glückselig durch Gottes Wort und Gottes Sohn. Das ist unser starker Trost, Geschwister. Der König David kannte manche Widerstände und Aufruhr unter seiner Regierungszeit als König. Doch der Psalm redet letztlich nicht von ihm, sondern vom Messias, dem Gesalbten. Aber David wird manches mitempfinden können, was hier angesprochen ist. Opposition, Rebellion gegen Macht, die er ja repräsentiert als König. Es geht um den Gesalbten, den wir Christus nennen. Messias, hebräisch, Christos, der Gesalbte, ist die Bedeutung in beiden Fällen, in beiden Worten. Es geht darin um Macht und auch um die Frage der Machtverhältnisse. Denn wo Macht ist oder ein Mächtiger herrscht, da gibt es oft Gegenmächte. Wo ein Herrschaft Macht beansprucht, machen sie andere ihm sehr schnell streitig. Wir lesen den Psalm. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Es war am 30. November 2003, das ist schon eine Weile her, am ersten Advent. Ich sah im ZDF abends gegen 18.30 Uhr ein bewegendes Konzert. Der Messias von Händel wurde aufgeführt und der begnadete Bass-Bariton Thomas Quasthoff sang die Worte »Why do the nations so furiously rage together?« »Warum toben die Nationen so wütend zusammen?« Das Stück bezieht sich mit seinem Text auf Psalm 2, Vers 1. »Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften?« Auch der großartige Messias von Händel, von dem die meisten nur das herrliche Halleluja kennen, und das ist ja gut, dass man das kennt, kommt nicht ohne diese scharfe Frage nach dem Toben der Nationen aus. Das herrliche finale Halleluja erklingt nicht ganz ohne Stören, Friede und Rebellen. Und das ist die Realität. Auch in den Psalmen. Nur Psalm 150 wäre
zu wenig. Er ist schön, aber wäre zu wenig. Auch Psalm 2 gehört dazu. Das Thema unseres Psalms, der Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. Das Halleluja über den Sieg des Heilands ist nicht nur bei Händel gewiss. Er entdeckte es ja in diesem Psalm und kann nicht überhört werden. Wie wunderbar. Stellen wir uns dem ersten Vers. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Das ist ein einzigartiger und eigenartiger Einstieg in einen Psalm, Geschwister. Stellen wir uns vor, es gibt in einer Stadt eine Verschwörung gegen einen edlen Menschen. Einige Rebellen haben sich zusammengerottet. Die Polizei erfährt davon. Doch während sich die Verschwörer konspirativ in einem Raum verstecken und ihre Köpfe zusammenstecken und böse Pläne schmieden, wird plötzlich die abgeschlossene Zimmertür mit Gewalt aufgebrochen. Die Rebellen werden aufgeschreckt und zur Rechenschaft gezogen. Die Eingangsfrage, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften, sie ist kraftvoll und herausfordernd. Denn sie ist von einer Tatsache und Anklage durchdrungen. Mit ihr wird gleichsam eine Tür zu einem überraschenden Sachverhalt aufgestoßen. Die Tür in einen Raum voller Rebellion, könnte man sagen. David fragt hier nicht, toben die Nationen? Nein, er stellt eine Tatsache fest. Er bewegt sich nicht im Konjunktiv. Könnte es vielleicht sein, dass... Er kennt das Problem, die Rebellion. Er packt es am Kragen. Das ist nicht Fake, sondern Fakt. Die Verschwörung ist mitten unter uns Menschen. Über die Protagonisten, die Form, das Ausmaß und die wahre Gefahr dieser Auflehnung und Verschwörung lässt sich bis heute trefflich diskutieren und da kann man sich die Köpfe heiß reden, wenn man nicht genug Fakten und biblischen Rahmen hat. Aber die Verschwörung ist in vollem Gange. Das ist kein Mythos. Warum tobst du? Diese Frage ist konfrontativ und fordert Rechenschaft. Und genau darum geht es Gott in diesem Psalm. Er bricht sozusagen die Tür auf. Nicht irgendeine, sondern die Tür in den dunklen Raum der Weltverschwörung gegen Gott und seinen Gesalbten. Und darum geht das Thema auch uns an, weil es die Auflehnung gegen unseren geliebten Herrn Jesus Christus betrifft, das Haupt unserer Gemeinde, der Gemeinde, die sein Leib ist. Und das dürfen wir persönlich nehmen. Ich jedenfalls nehme das persönlich. Jeder muss sich da entscheiden, ob er sich da raushalten will. Ich kann mich da gar nicht raushalten. Wir sollen weise sein, wie wir damit umgehen. Gewiss. Die Rebellion gegen Gott, die Reaktion Gottes, der Ratschluss Gottes, der Ruf Gottes. So können wir den Psalm gliedern. Also die Rebellion gegen Gott. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also diese Frage noch einmal, warum toben die Völker? Das ist das große, geheimnisvolle Warum. Warum nur toben die Nationen und warum sinnen eitles die Völkerschaften? Das Toben geht einher mit dem Sinnen von Eitlem. Dies ist ein Parallelismus, der hier ja nicht nur sprachlich in einer Stilfigur so geschrieben steht, sondern auch in seiner tiefen Bedeutung redet. Denn das Toben, das Rebellieren geht ja immer über in eine Denkweise, die eitel, überheblich und hochmütig ist. Sinnen eitles die Völkerschaften. Ein Rebell denkt groß von sich und hat auch ein großes Mundwerk. Er strotzt vor Selbstbewusstsein. Die Philister rebellierten gern gegen Gott. Der Riese Goliath wurde zum Frontmann bestimmt und sollte es richten. Und er verhöhnte die Schlachtreihen Israels. Als Repräsentant der Rebellion stand er vor dem kleinen, unscheinbaren David. Die Philister hatten keine Lust darauf, Gott zu gehorchen. Sie piesackten das Volk Gottes immer wieder. Und der damals noch junge
zarte David machte mit seiner Schleuder Goliath und der Rebellion gegen Gott den Garaus. Die Geschichte ist weltbekannt. Die Unruhe unter den Völkern und ihr Toben wird in der Bibel mit dem tosenden Meer verglichen. Jesaja 17, Vers 12 und 13. Ha, ein Brausen vieler Völker wie das Meer brausen sie und ein Getümmel mächtiger Nationen. Wie große Wasser tosen sie. Ja, wie große Wasser werden die Nationen tosen, aber er wird sie schelten. Da werden sie in die Ferne fliehen und werden gejagt wie die Spreu auf den Bergen vom Winde und wie wirbelnde Blätter vom Ungewitter. Psalm 1 lässt grüßen im Kollektiv der Völker. Den Weg des Friedens kennen die Völker nicht, weil kein Mensch ohne Gott den Weg des Friedens kennt. Und das Säbelrasseln können wir gerade täglich erleben. Die ersten 15 Artikel heute in der Welt waren wohl alle dem Krieg gewidmet, habe ich noch kurz gelesen. Jesaja 59, Vers 8, den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm, jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Römer 3, Vers 15 bis 18. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Der Mensch ohne Gott hat keinen Frieden. Nicht mit sich, nicht mit Gott, nicht mit den Mitmenschen. Oder wenn, dann hat er einen faulen Frieden. Er lebt im ständigen Clinch, im Streit mit Gott. Doch so oft kann man es in der Weltgeschichte nachvollziehen, dass Herrscher ihre Untertanen in die Rebellion und in den Unfrieden gegen Gott und Menschen getrieben haben. Bis in kirchliche Kreise hinein. Der Waffengang ist selten der beste Weg. Und Waffen für den Krieg segnen ist eine zweifelhafte Angelegenheit. Antigöttliche Weltherrscher. Vers 2, es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Der Auftritt der antigöttlichen Weltherrscher geschieht keinesfalls in Demut. Sie müssten wissen, wer es sie in Amt und Würden brachte, aber sie sehen es nicht in ihrer Blindheit. Gott setzt Könige ein und wieder ab. König Nebukadnezar musste das auf eine harte Tour lernen. Nach dem Praktikum in Demut, 7 Jahre grasen, kam der Verstand wieder. So oft stacheln die gottlosen Herrscher ihre Völker noch zur Rebellion an. Sie verbünden sich untereinander. Sie haben große, ja zum Teil furchtbare Pläne und Ideen. Aber wir brauchen da gar nicht nur an Könige aus der alten Zeit, der Antike oder sonst wann denken, aus dem letzten Jahrhundert. Nein, auch heute haben wir Fürsten und Herrscher, die noch nicht einmal ein offizielles politisches Amt haben, aber gewaltigen Einfluss durch Geld wahrnehmen und ausspielen, brutalst ausspielen. Peter Singer, Professor für Bioethik an der Princeton University, sagte Folgendes: Das Christentum ist unser Feind. Wenn die Rechte der Tiere vorankommen sollen, müssen wir die jüdisch-christliche Tradition zerstören. Es ist aber erstaunlich, dass der Mensch als Krebsgeschwür und nicht als Krone der Schöpfung verstanden wird, so jedenfalls nach der Sicht von dem Club of Rome. Der Mensch als Krebsgeschwür, verkehrte Welt. Aber das sind die Traktanten dieser einflussreichen Herrscher. Und es wäre naiv anzunehmen, dass Gott hier nur die Politiker meint, die offiziell Gewählten. Es sind einfach die, die Macht ausüben. Und das ist hier wichtig, glaube ich, in diesem Psalm, das zu verstehen für die heutige Zeit. Sonst gehen wir mit der Anwendung völlig oder ziemlich ins Leere. Viele sogenannten gemeinnützigen Organisationen sind weltweit aktiv und oft nur eine Tarnung für eine politische Agenda herrschsüchtiger Reicher und Mächtiger. Wenn ich mir nur anschaue, dann habe ich mit dem Schulleiter unserer Schule, wo unser Daniel viele Jahre ging, ausführlich darüber unterhalten, wenn das Thema Inklusion ja von oben herunter über die UNO so ausgegossen wurde, muss man sagen, wenn man genau hinschaut, ist das zwar ein
netter Gedanke, aber vielfach eine brutale Umstrukturierung unseres hervorragenden Schulsystems, besonders was die Förderschulen, die Sonderschulen angeht. Und es strotzt nur so von Menschenfeindlichkeit, was eigentlich dadurch ausgelöst wird. Fragen Sie Förderschullehrer. Denn Inklusion überall, in jede Klasse, einen Behinderten, und es geht gar nicht um Behindertenfeindlichkeit, die ich hier subtil bringe, wie könnte ich auch, sondern es geht darum, dass wir die optimale Förderung weiterhin gewährleisten. Aber wenn jede Mama, jeder Papa sagen kann, aber mein Kind soll in die Grundschule kommen, und dann hat man zwei oder drei dieser besonders bedürftigen Kinder, die eigentlich viel besser in einer Förderschule aufgehoben wären, wo Fachleute wissen, was sie tun und nicht nur irgendeine Person, die eben als Lernhelfer sehr motiviert, aber eben nicht so kompetent sein kann wie ein ausgebildeter Sonderschullehrer, dann merkt man nur an diesem Beispiel, was da eigentlich passiert. Und das meine ich. Und ich beobachte das seit Jahrzehnten. Also ich weiß, glaube ich, schon, wenn ich hier oder da das anspreche, wovon ich rede, weil ich es aus der Praxis selbst miterlebt habe. Als kleiner Junge hörte ich oft den Satz, Geld regiert die Welt. Und je älter ich werde und je mehr ich über globale Politik erfahre, desto klarer wird mir, wie wahr dieser Satz ist. Folge dem Geld und seinen Strömen, dann stößt man auf die Mächtigeren hinter den Mächtigen. Gewiss regiert Gott über alle Herrscher, keine Frage. Er ist Herr aller Herren und König aller Könige. Und er lässt sich nicht beeindrucken von deren Gepolter. Und doch zugleich wächst der Einfluss der Konzerne, der Milliardäre. Mit ihren Plänen bringen sie ganze Völker unter ein schweres Joch. Da ist eine offene Auflehnung gegen Gott im Gang. Und ich nenne nun bewusst einen umstrittenen Protagonisten und vielleicht setze ich mich damit in die Nesseln, das macht nichts aus. Dann juckt es halt ein bisschen. Aber wenn Bill Gates weltweit Medienunternehmen durch seine Organisationen mit Spenden unterstützt, dient das kaum frommen, selbstlosen Zielen. Und ich vermeide jetzt bewusst, prominente Medien in Deutschland zu nennen, wo aber nachweislich gesehen werden kann, dass dort Hunderttausende von Euro bis hin zu offiziellen staatlichen Institutionen gespendet wurde. Darf man das nicht mehr ansprechen? Manche, die das angesprochen haben, wurden gesperrt, werden mundtot gemacht. Eine Zensur findet nicht statt? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Bezeichnend. Da geht es um verwegene Pläne, wie zum Beispiel Milliarden, also 7 Milliarden, Bill Gates selbst genannt, Menschen zu impfen. Aber Gates hat doch gar kein offizielles politisches Amt inne. Er ist kein Staatspräsident und doch hat er enorme Macht, Einfluss. Was oder wer treibt ihn dazu? Die Bill und Melinda Gates Foundation ist der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Das ist eine unbequeme Tatsache, aber darum noch keine Verschwörungstheorie. Gates gilt als heimlicher WHO-Chef. Und da gab es 2017 schon eine Reportage auf Arte und woanders, wo man das sich anschauen kann. Zugleich setzt er sich mit seiner Stiftung für die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus ein. Wer diese geschäftlichen Verknüpfungen kritisiert, gilt als Verschwörungstheoretiker. Macht nichts. Aber Kritik an solch mächtigen Leuten, an Politikern, reichen Spendern oder Unternehmern ist doch kein Tabu, sondern schlicht notwendig. Und für Christen gilt doch noch immer, prüfet alles und das Gute behaltet. Wer definieren kann, was eine Krankheit zu einer Epidemie oder Pandemie macht, ist sehr mächtig. Oder nicht? Wer festlegen darf, ab wann ein Mensch als krank zu gelten hat, hat den Schlüssel zur Herrschaft über Menschenleben. Wer dann entgegen wissenschaftlichen Belegen noch festlegt, dass das von Gott gegebene Immunsystem für unsere Gesundheit angeblich keine wirksame Rolle mehr spielt, ist im Begriff, sich über Gottes geniale Schöpfungsordnung zu erheben. Und sitzt im Rat dieser gottlosen Spötter und Rebellen. Wer den Einsatz wirksamer Medikamente zur Frühbehandlung einer Corona-Erkrankung zugunsten einiger Impfstoffe verhindert, riskiert Menschenleben
Und das ist passiert. Der amerikanische Arzt, Professor Peter McCullough, Epidemiologe und Kardiologe, ein Fachmann, der viel publiziert hat, beziffert die Anzahl der Menschen, die durch die systematische Unterdrückung einer medikamentösen Frühbehandlung von einer Corona-Erkrankung in den USA starben auf über 800.000 Menschen. Also nahezu 1 Million, wenn es so weitergeht, sind in Amerika allein gestorben, weil man einfach gesagt hat, impfen. Nein, keine Frühbehandlung. Sehr einfach runtergebrochen. Und der Mann weiß, wovon er redet. Und mit bebender Stimme hat er letztes Jahr in einem Kongress für Ärzte erklärt, zu Tränen gerührt, dass nie zuvor in der Geschichte der USA Ärzte ihre Patienten ohne Behandlung nach Hause geschickt hätten. Und man kann sich informieren und sich das anhören. Dann kann man sagen, ja, wenn jemand wirklich mit so einer Rührung und Ergriffenheit über diesen Notstand spricht und andere einfach sagen, nein, das muss so, kaltschnäuzig, distanzlos, dann darf ich das prüfen und darf meine Schlüsse daraus ziehen und werde klug daraus. Ich sage ganz offen, man muss gezielt wegsehen oder aber unterinformiert sein um die Tatsachen einer offenen Rebellion, auch heute, gegen das, was Gott heilig ist, zu übersehen. Ich wiederhole, man muss gezielt wegsehen oder aber unterinformiert sein um die Tatsachen einer heute geschehenen offenen Rebellion gegen das, was Gott heilig ist, zu übersehen. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die ganze Welt, Geschwister. Nicht nur der Osten, nicht nur der Westen, nicht nur der Süden, nicht nur irgendein Land liegt im Bösen und die anderen sind die Guten. Die ganze Welt liegt im Bösen, die Welt liegt im Argen. Wir brauchen nicht zu dramatisieren, das will auch ich hier gar nicht, keinesfalls. Ist nicht nötig, es ist dramatisch genug. Aber wir sollten uns informieren und realisieren, wie böse manche Machenschaften und globale Akteure sind. Wie böse, böse ist. Die autonomen Parolen. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also diese imaginäre Truppe der Rebellen, die da zusammensitzt und die Verschwörung plant gegen Gott, gegen den Gesalbten, gegen seine Herrschaft, seine Werte, sein Wort, seine Leute. Die haben diese Parole. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist wirklich böse. Wer sich vornimmt, Böses zu tun, den nennt man einen Erzbösewicht. Sprüche 24, Vers 8. Also es gibt Bösewichte und ganz wichtige Bösewichte, das sind die Erzbösewichte, die ganz schlimmen. Gottes Gebote und Werte, die als Leitplanken für ein gutes und für ein gerechtes Leben gedacht sind, werden als lästige Stricke und hinderliche Seile verstanden. Einen Sicherheitsgurt der göttlichen bewahrenden Gnade brauchen wir nicht. Man will völlige Freiheit, Autonomie. Die Parolen sind gezielt gegen Gott gerichtet. Das lasst uns, das hat Geschichte. 1. Mose. Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 3. Der Turmbau zu Babel stattete aus derselben autonomen Selbstherrlichkeit, wie sie hier im Psalm 2 erklingt. Wir brauchen Gott nicht und wir wollen weder ihn noch seine Liebe, nicht seine Fürsorge, Gebote und Werte. Wohlan, lasst uns. Diese Parole ist antigöttlich und auch antichristlich. Der Gipfel dieser Parole klingt etwa so, und das ist wirklich gesagt worden, hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. So die Parole einiger Antifa-Anhänger gegen Christen beim Marsch fürs Leben. Ich wiederhole noch einmal, auch wenn es ekelhaft klingt. Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr, Klammer, Christen, uns erspart geblieben. Ihr Mantra, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke.
Sie weichen Gott nicht aus, sie gehen ihm nicht aus dem Weg. Nein, sie wollen ihn und seine Herrschaft angreifen. Sie laufen blind und ungestüm wie gegen eine Betonwand. Wie cool ist das denn? Sie laufen Sturm gegen den ewigen Felsen, der weder wankt noch wackelt. Der weicht nicht. Darum ist auch das Christentum nie völlig unpolitisch. Befindet es sich doch mitten im Kampf um Gut und Böse. Nein, wir kämpfen nicht für eine menschlich-politische Agenda, nein und nochmal nein. Aber wir bekennen uns doch zu Jesus, dem König der Könige, der das Haupt seiner Gemeinde ist, gegen den einige schon Jahrhunderte Front machen, ekelhaft Front machen. Wir wollen diesen nicht, dass er König über uns sei. Das wiederholt sich immer wieder in verschiedenen Varianten. Wenn schon Gott Herrscher aller Zeiten im Visier hat, dann hat er auch unsere Mächtigen und Politiker und Strippenzieher im Blick. Gibt es für uns keine Neutralität, kein Wegducken? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Und da müssen wir jetzt eine Zwischenfrage einschieben. Was tun wir Christen, wenn solche Parolen zunehmend die Politik durchdringen? Wie sollen wir Regierenden begegnen, die sich in diesem Fahrwasser befinden? Gewiss sind nicht alle Herrscher und Regenten gottlose Leute. Das sagt der Text nicht, aber er spricht die gottlosen Herrscher an. Und doch, die meisten sind keine Christen. Manche Herrscher gehen über Leichen und lächeln dabei. Wir brave Bürger neigen dazu, ihre Bosheit maßlos zu unterschätzen. Es ist gut und biblisch geboten, der obrigkeitlichen Ordnung untertan zu sein. Jawohl, aber das macht uns keineswegs zu willfährigen Untertanen der Regierenden. Hier die göttliche Ordnung und hier die Regierenden. Das darf man auch trennen. Das trennt auch unsere Verfassung im Übrigen. Ja, wir unterstützen die öffentliche Ordnung, denn wir sind Friedensstifter und keine Brandstifter, wir nicht. Das Einzige, was bei uns brennen soll, ist das Herz für Jesus. Ja? Und unsere grundgesetzliche Ordnung versteht sich in Verantwortung gegenüber Gott. Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. In Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. So lautet es in der Präambel unseres Grundgesetzes. Das ist der Haken, an dem das ganze Grundgesetz hängt. Und das ist der eigentliche Haken, um den es eigentlich geht in der ganzen politischen Diskussion. Gott und Menschenwürde, Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen und dem Menschsein. Es gibt also eine doppelte Verantwortung, dieses besonders gilt für uns Christen als Staatsbürger. So glaube ich. Die vertikale und die horizontale Linie müssen bewahrt werden. In Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Das bildet übrigens auch ein schönes Kreuz. Und jetzt empfinden viele Verantwortungsträger diese Verantwortungslinien als hinderliche Bande und Stricke, die man von sich werfen muss. Das sind die zwei roten Linien, die keiner ungestraft überschreiten kann. Denn worum geht es dabei? Um die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe. Ist das Lebensrecht ungeborener Menschen ein alter Strick oder Zopf, den man getrost abschneiden kann? Die Würde des Menschen, die ihm durch den Schöpfer Gott gegeben ist, soll nun zusehends dem Kollektiv unserer Gesellschaft geopfert werden. Interessante Entwicklungen, die wir beobachten können. Die Tendenz der politischen Agenda von heute geht in eine erkennbar einseitige Richtung. Das Individuum, also du und ich, hat wie ein kleiner, unbedeutender Tropfen seine Funktion nur noch darin zu sehen, in der postmodernen Einheitssuppe der Gesellschaft mitzuschwimmen. Klappe halten, wegducken, untertan. Die Obrigkeit hat's gesagt, gehorche.
Ah, so einfach ist das. Nein, so einfach ist es eben nicht. Du bist nur noch wichtig, wenn du einen Beitrag für die Gesellschaft bringst. Ob du deinen Arm hinhältst für einen Pieks oder was anderes, das wird sich ja weiterentwickeln. Denn naiv sollten wir ja nicht sein. Wir sollten klug sein, wie die Schlangen. Und dabei auch noch ohne falsch, wie die Tauben. Deine Wünsche und Würde stehen dabei hinten an. Der Einzelne geht im Kollektiv auf und damit allmählich unter und an ihm zugrunde. Doch christlich ist es, den schwächsten Menschen einen Ehrenplatz zu geben. Das ist christlich. Das bedeutet es, Gott zu lieben und seinen Nächsten, dem Behinderten, dem Kranken, dem Alten, dem Schwachen, wirklich das geben, was er nötig braucht. Wir Starken sollen mit unserer Stärke den Schwachen dienen. Und genau andersrum läuft es gerade, auch wenn Gegenteiliges behauptet wird. Also wenn mir einer sagt, ich kann nicht lügen, ich kann nur die Wahrheit sagen, dann hat er schon, glaube ich, gelogen, oder? Also ich würde das so sehen. Aber manche glauben das. Ich glaube das nicht. Hellwach müssen wir sein, Geschwister, dass wir uns nicht aus einer falsch gepolten Untertänigkeit zu Mitläufern dieser subtilen, rebellischen Agenda machen. Ja, und das ist ein unbequemes Thema, aber ich spreche es an. Wir sind keine Rebellen, wenn wir auf Gott und seine Herrschaft und Herrlichkeit hinweisen, sondern im besten Sinne Zeugen der Gnade und der Wahrheit und der Güte Gottes. Es droht die Gefahr einer frommen Naivität. Jesus sagte, dass die Söhne der Welt klüger sind als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Und das sind keine Komplimente, die Jesus da verteilte. Aber damit sah er eine Schwäche, die wir ehrlich anerkennen müssen. Tendenziell neigen Christen zu einer schlichteren, nicht so klugen, vielleicht auch naiveren Sicht auf die Mitmenschen und Dinge. Und Paulus sagte uns das auch im 1. Korintherbrief, nicht wahr? Nicht das Kluge, nicht das Edle hat Gott erwählt. Und ich bin einer der Ersten, der sagt, ja, Dummkopf hier, nicht so clever hier. Ich kann es auch beweisen, aber muss ich jetzt nicht. Es gibt wesentlich schlauere Leute wie mich, aber das spielt ja letztlich gar keine Rolle. Die entscheidende Rolle spielt, wer in meinem Leben die Rolle spielt, die erste Rolle spielt. Also, wie sagt man so schön, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Und er ist auch der Regisseur der Weltgeschichte. Also es gibt durchaus kluge Heiden und manche naive Christen. Aber wir müssen nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Aber wir dürfen auch von Menschen, die Gott nicht persönlich ehren, etwas lernen. Zahlreiche kluge Anwälte, die wohl kaum alle bekennende Christen sind, erkennen in unserem Land eklatante Abweichungen von Grundrechten, sodass sie bereits vor dem Bundesverfassungsgericht demonstrieren. Seit einigen Wochen tun die das. Was reitet sie da? Sind die des Wahnsinns? Nein, die kennen ihr Grundgesetz, unser Grundgesetz. Sie sagen, hey Mann, da stimmt doch was nicht. Da kann man doch jetzt nicht still sein. Wir lassen uns auch nicht die Butter vom Brot nehmen oder die Wurst. Hier geht es dann nicht mal mehr um die Wurst oder um die Butter, es geht ums Brot. Und dann gibt es Christen, die erwidern, solange wir keine Verfolgung haben, wollen wir uns fügen und still sein. Und das muss auch jeder für sich entscheiden, ja, klar. Jeder soll das vor Gott entscheiden, wie er das sieht. Aber die Einschränkung oder der Entzug von Grundrechten ist ein Angriff auf das Grundgesetz, das unsere freie Religionsausübung gewährleistet. Und Geschwister, jetzt machen wir einen kurzen Exkurs in die Bibliologie. In der Lehre über die Bibel lernen wir, dass das ganze Wort wichtig ist. Die ganze Bibel ist wichtig. Gott hat das Volk Israel ermahnt, dass die ganze Schrift, das ganze Wort bewahrt werden muss und nicht nur ein Teil davon. Wir dürfen nichts hinzutun und nichts wegtun. Dieses Prinzip haben wir doch als Christen eigentlich verstanden, sollten wir verstanden haben. Und wenn unser Grundgesetz ein gutes Grundgesetz ist, dann dürfen wir dieses Prinzip auch hier erfassen und anwenden, auch wenn es natürlich nicht die Bibel ist. Nein, aber es ist doch nicht unbedeutend, ob wir ein Grundgesetz haben und ob es noch gilt. Und wenn davon so eine Ecke abgeschnitten wird
und noch eine Ecke abgeschnitten wird, dann sollten wir da nicht eine falsche Leidensfähigkeit oder Toleranz an den Tag legen, sondern einfach wachsam sein, sagen, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Ihr schnippelt immer mehr von den Rechten, die im Grundgesetz eigentlich ja festgeschrieben sind, weg. Und wenn ein Stück abgeschnitten wird und ein nächstes Stück, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zur Christenverfolgung kommt. Und ich verstehe nicht, dass geistliche, geschätzte Brüder hier einfach anders denken. Und ich weiß es auch nicht, ob sie sich dazu ja, sich mal äußern. Aber wir müssen wache Christen sein und dürfen begreifen, dass es um unsere Religionsausübung geht, um unsere ja, freie ja, Entscheidung, Christus anzubeten, als Gemeinden uns zu versammeln, wie es Gottes Wort sagt. Also wer an einem Ende des Rechts ein Stück abschneidet, ja, der zögert auch nicht, bald an einem anderen Ende etwas abzuschneiden, während den Anfängen. Und wir tun gut daran zu bedenken, dass uns Christen das Grundgesetz von Gott gegeben ist. Denn dies regelt ja, wie wir die von Gott gegebene Obrigkeit zu verstehen haben. Also wir müssen Römer 13 im Kontext unserer Kultur und Epoche, unseres deutschen Grundgesetzes auslegen. Und nur von Cäsar immer zu reden und von Rom damals, ihr Leute, das ist eine Klammerhermeneutik. Da stimmt auch etwas nicht ganz, aber das führt jetzt zu weit. Paulus schrieb, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit. Seid Unmündige am Verstand, aber seid Erwachsene. Noch einmal, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand, aber seid Erwachsene. Also, es ist ein Appell, nachdenken. Nachdenken. Prüfen. Reife Entscheidungen, Urteile treffen. Damals und auch heute geht es um Verführung. Ein kleines Kind ist naiv, das ist nicht schlimm. Es unterstellt allen Menschen Gutes. Darum ist es gefährdet, wo es mit Betrügern oder Verführern zu tun hat. Es glaubt an das Gute und denkt nicht an Hinterhältigkeit. Es ist überfordert, sich vorzustellen, dass ich als Kind von einem Mann missbraucht werde, dass der Papa die eigene Tochter missbraucht, wie ich kürzlich wieder von einem Fall geschildert bekommen habe. Das kann ein Kind nicht ahnen, was da auf es zukommt. Es ist überfordert. Und so neigen wir auch dazu, die Bosheit, die Macht der Bosheit zu unterschätzen. Und es geht nicht darum, zu dramatisieren oder Dinge zu erfinden, die nicht Fakt sind, sondern das zu realisieren, was Gott hier im Kern dieses Psalms anspricht, die Rebellion. So können auch Christen in einer Art kindlich naiven Frömmigkeit geraten und unterschätzen, dass die Politiker oder mächtigen Menschen listig und wirklich, wirklich böse, ja erzböse wichtig sind. Als Jesus Herodes einen Fuchs nannte, beschrieb er einen politischen Akteur, der selbstsüchtig, voller List und Schleue auf seine Beute es abgesehen hat. Kürzlich haben eine Gemeinde besucht, hatten wir Geschwister gesprochen, die eine kleine Hühnerfarm haben, und da erzählte mir der Besitzer, was der Fuchs da angerichtet hat. Einige Hühner einfach weggeschleppt, wussten nicht, wo die hingekommen sind. Füchse rauben und Wölfe auch. Und Jesus nennt Herodes einen Fuchs und beschreibt einen Charakter voller List und Schleue. Die Reaktion Gottes: Der Himmel, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Glut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Gottes Spott. Im Psalm 1 sind die gottlosen Leute die Spötter, hier aber wendet sich das Blatt der Weltgeschichte. Die Szene zeigt die Herrscher der Nationen in einem anderen Licht. Gott lacht, auf dem Thron sitzend, voller Spott und Hohn. Er regiert nicht nur, nein, hier reagiert Gott auf die frechen und hochmütigen Rebellen. Seine Geduld mit ihnen ist fast zu Ende. Und das müssen wir erfassen. Fast zu Ende, diesen Psalm. Gottes Zorn. Er zeigt seinen glühenden Zorn. Wir alle meiden eine heiße Glut.
Jeder Schmied weiß, so eine heiße Glut kann Eisen zum Schmelzen bringen. Dann wird es weich und formbar. Gottes Zorn kann selbst hier noch Veränderung bewirken. Und das ist die Botschaft des Psalms. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Wer ist angesprochen? Die rebellischen Herrscher. Wir könnten versucht sein zu vermuten, dass Gott hier laut wie ein Löwe brüllt. Aber es steht da, dann redet er sie an oder spricht sie an. So steht es da. Gott braucht nicht zu brüllen, um von uns gehört und ernst genommen zu werden. Sein Zorn ist glühend, aber nie unbeherrscht wie bei uns Menschen. Gottes heiliger Zorn kann und will hier sogar Heiligung bewirken. So ist unser Gott. Weil er uns einen heiligen Schrecken einjagen kann mit seinem Zorn. Der Kluge wird sich warnen lassen. Was soll sie erschrecken? Wie macht Gott seinem Zorn Luft? Durch ein Machtwort. Vers 6. Es geht um Gottes König. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Mit anderen Worten, Leute, eure Tage sind gezählt. Mein Prachtexemplar, mein König der Könige und Herr aller Herren steht schon vor der Tür. Passt bloß auf, passt bloß auf. Er ist Erbe, er ist Richter. Erhebt Gott seine Stimme und dann geschieht ja immer etwas. Wer hier verkündigt, der hat das Sagen. Und das muss unumstößlich eintreffen und das ist Gott. Keiner kommt an seinem Gesalbten, an Jesus Christus vorbei. Im Psalm 29 werden wir an die Stimme Gottes erinnert. Ein wunderbarer Psalm, wie alle Psalmen wunderbar sind. Erinnert uns daran, was Groß und Klein beherzigen sollten. Ein Psalm von David. Gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken. Gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Mit anderen Worten, anerkennt doch endlich, dass es nur einen Herrn gibt. Und unterwerft euch ihm. Vers 3 in diesem Psalm 29. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Prächtige Bildsprache hier. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist majestätisch. 6-mal erwähnt David die Stimme des Herrn im Psalm 29. Und David wusste es, der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König ewig. Psalm 29, Vers 20. Weil Gott vom Thron her regiert, sind seine Worte nie in den Wind geredet. Gottes Stimme kann aufrichten und zugrunde richten. Sie kann erbauen und erschrecken. Sie kann lebendig machen. Lazarus, komm heraus. Und Gottes Hauch kann den Gesetzlosen beseitigen. Da muss der noch nicht mal sprechen. Da macht er nur. Und der Gesetzlose ist beseitigt. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. Also hier gibt Gottes Reden seine Stimmung und Bestimmung wieder. Das bedeutet, Könige, hört her, hört auf die Stimme des Herrn. Es gibt den einen von Gott geweihten, gesalbten König. Er wird euch alle unterwerfen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Seid gewarnt, ihr stolzen Herrscher. Er wird in Zion regieren. Zion steht für Jerusalem und kommt in dem Psalm 39 Mal vor. Der Name Zion steht für den Ort, an dem der Gott Israels seinen Namen wohnen lässt. 5. Mose 12, Vers 5, schon angekündigt. In den Psalmen steht Zion für zweierlei. Für das Königtum des gesalbten Königs und Herrn, über die ganze Schöpfung und für den Wohnort von Gottes Herrlichkeit. Die Feinde Gottes versammelten sich in Jerusalem, um Jesus ganz zur Strecke zu bringen. Noch einmal zurück zur Apostelgeschichte 4, ab Vers 27, zu diesem Gebet, das wir schon erwähnten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also Gott hat immer noch alles in der Hand. Der vorherbestimmte Ratschluss wird von Gottes mächtiger Stimme verkündigt. Er erfüllt sich ganz gewiss, auch wenn sich noch so viele Stimmen dagegen erheben. Der Ratschluss Gottes, Christus ist Gottes Sohn. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen,
Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also Christus ist Gottes Sohn, er ist hier gemeint. Der Beschluss, die Anordnung steht unumstößlich fest. Hier im Text redet Christus, der davon berichtet, was ihm Gott der Vater gesagt hat. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und Gott steht unumstößlich voller Liebe zu seinem Sohn. Das Wort ist auch ein Bekenntnis zu dieser besonderen gegenseitigen Beziehung. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert. Der Vater hat den Sohn lieb. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Der Sohn Gottes ist aber doch ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Und doch hat er einen Anfang im Hinblick auf sein Menschsein. Der menschliche Name des Sohnes ist Jesus. Mit dem Anfang seiner menschlichen Natur erfolgte zugleich die unauflösbare Verbindung der göttlichen mit der menschlichen Natur. In der Theologie nennen wir das die hypostatische Union. Jesus ist zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Die Zeugung geschah durch den Heiligen Geist und es ist wohl am besten, sie auf diese einmalige Empfängnis zu beziehen. Der Sohn Gottes ist ewig, aber er hat einen Anfang als Mensch, weil er durch Gottes Geist gezeugt wurde. Zwar scheint eine Parallelstelle in Apostelgeschichte 13, Vers 33, die Zeugung auf die Auferstehung zu beziehen, doch das Wort erweckte, das dort steht, bedeutet nicht auferwecken im Sinne von Totenauferweckung. Gott erweckte Jesus, indem er durch Zeugung seine menschliche Natur und Berufung hervorbrachte. Diese Zeugung ist einzigartig. Er ist einzig in seiner Art, der auf diese Weise einzig geborene oder gezeugte Sohn. Es wird sich nicht wiederholen in der Weltgeschichte. Und er wurde verachtet und gehasst. Das muss Gottes Zorn wecken. Das ist ein Prachtexemplar, um es mal so zu sagen. Sein König so verachtet wird. Die Lästerung, dass Jesus seine Wunder durch Beelzebub tun würde, stellt auch seine einzigartige Zeugung in Frage. Und wer so vom Heiligen Geist gezeugt wurde, ist der Heilige schlechthin. Die Wunder, die Jesus tat, Beelzebub und nicht Gott zuzuschreiben, verkehrt seine Heiligkeit in Unheiligkeit. Und so ist auch darum die Sünde gegen den Heiligen Geist eine Sünde nicht vergeben werden kann. Weil es eine Attacke ist gegen diese Zeugung, gegen dieses Wunderwerk des Heiligen Geistes, dass Gott Mensch wird. Christus ist der Erbe. Fordere von mir und ich will dir Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Der Sohn ist privilegiert und darf Gott bitten. Die vermeintlichen autonomen Könige der Erde reißen Macht an sich, aber der große König bittet Gott in Abhängigkeit von ihm. Weil Jesus als Messias der Erbe aller Dinge ist, sind auch die Nationen sein Erbe. Er wird über die ganze Schöpfung herrschen. Das bezieht sich auf das tausendjährige Reich und auf die Ewigkeit. In der es vom neuen Jerusalem auch heißt, Zitat, Offenbarung 21, 26, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, zur Stadt. Also Nationen wird es auch dann noch geben, wenn wir einen neuen Himmel, eine neue Erde haben. Christus ist König und Richter. Vers 9, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Noch regiert der Herr, quasi indirekt. Die Zeit kommt, indem der Herr mit eisernem Zepter hier auf Erden regiert. Er wird sichtbar wiederkommen mit seinen Heiligen. Noch ist Gott geduldig gegen Undankbare und Böse. Noch ist Zeit zur Umkehr. Auch heute ist Tag des Heils. David gebraucht das bekannte Bild von Töpfergefäßen und Töpfergeschirr. Gott ist der Töpfer und der Mensch, der Ton. Er hat die Gefäße geschaffen und es kommt der Tag des Zorns, da er die Gefäße des Zorns, die also gerichtsreif sind, zerschlagen, zerschmettern wird. Ein Bild für das Endgericht über die Widersacher und Widerspenstigen. Das ist der Ausgang derer, die nicht umkehren. Der Ruf Gottes zum Schluss. Kehrt um, Herrscher und Richter. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Umkehr ist die Ansage. Kehrt um, Herrscher und Richter.
Trotz seines glühenden Zorns gibt Gott noch Raum zur Umkehr. Was für ein Gott! Der lässt sich noch lange auf der Nase rumtanzen, um es mal so zu sagen. Also ich hätte da andere Seiten aufgezogen. Ja, weil ich ein sündiger Mensch bin. Barmherzig und gnädig ist unser Herr, auch mit den Mächtigen. Wie hat Johannes der Täufer wohl den Vers 10 verstanden? Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Er bot Herodes und Herodias die Stirn. Hart wie ein Kieselstein. Das Evangelium ist keine politische Sache, nein, aber es sagt auch Politikern, was Sache ist. Wenn es um Gott und seine Maßstäbe geht, dann gilt das auch für Politiker. Man sollte als Zeuge Jesu jedem gottlosen Menschen und damit auch Regierenden respektvoll, aber klar die Stirn bieten. Wer im Namen Gottes predigt, wird Sünde und Gerechtigkeit beim Namen nennen müssen, sonst ist er kein wahrhaftiger Zeuge. Denn wie sonst könnte man nach Apostelgeschichte 4, Vers 12 den einzigen und einzigartigen Namen Jesu predigen, in dem allein das Heil ist, wenn das nur für manche gilt. Der Anspruch des Evangeliums ist es, alle Menschen ohne Ansehen der Person und darum auch der Mächtigen zu Buße aufzurufen, ihnen Buße zu predigen. Gottes Ratschluss und seine Ziele sind nie unpolitisch im Sinne von, wir grenzen die politische Klasse aus. Es geht nicht um Parteipolitik, aber es geht um die Herrschenden wie um die, die ihre Untergebenen sind oder Bürger sind. Es hilft der Verbreitung der Botschaft Gottes nicht, nur ständig von Unterordnung, unter Obrigkeit zu reden, ohne auch daran zu erinnern, dass bei allem gebotenen Respekt vor menschlicher Ordnung und Obrigkeit auch deren Vertreter an ihre Verantwortung gegenüber den Gesetzen, dem guten und dem allmächtigen Gott erinnert werden müssen. Und so kommt es zum Aufruf, doch Buße zu tun. Die Könige, also die Herrscher, sind angesprochen, mitsamt den Richtern. Denn oft stützen die Richter durch ihren Richterspruch den öffentlichen Rechtsbruch. Aktuelle Beispiele lassen sich hier leider zahlreich finden. Dass viele Anwälte und Juristen derzeit wiederholt in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht demonstrieren, wie schon erwähnt, hat gute Gründe. Professor Martin Schwab aus Bielefeld ist Studienkollege von Stefan Habert. Er forderte jüngst den Präsident des Bundesverfassungsgerichts in einer Ansprache zum Rücktritt auf. Er hat ihn geduzt, weil sie sich kennen. Hat er den Verstand verloren? Nein, der kennt sein Fach gut. Deshalb steht er da wie ein Mann, der den Schneid hat, auch mal Tacheles zu reden. Trickreiche Rechtsbeugung statt treue Gottesverehrung ist bis heute eine Versuchung der Mächtigen und Einflussreichen. Wir beten für die Politiker und Richter, dass sie Gottes Wort hören und den Ruf, der allen Menschen und an allen Orten gilt, vernehmen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dient Gott in Furcht, in Ehrfurcht, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Wem dienen die Herrscher? Einer selbstsüchtigen Agenda, einer Politelite oder dem wahren Gott und den Menschen? Umkehr ist immer eine Abkehr von Götzendienst hin zu wahrem Gottesdienst. Gott dienen geschieht in großer Ehrfurcht. Und wer ihm intensiv begegnete, wie einst zum Beispiel Paulus, der kann auch mal richtig ins Zittern kommen. Sucht Gnade und Glückseligkeit. Der abschließende Appell. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ganze Umkehr führt in die versöhnte Beziehung mit Gott. Da herrscht Friede, Vertrautheit und Liebe. Da ist kein Platz mehr für die falschen Küsse der Verräter. Da ist echte Zuneigung und Liebe, die mit einem Kuss besiegelt werden kann. Weg von der Auflehnung hin zur Anbetung. Wir sahen den Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. Die Rebellion gegen Gott, die Reaktion Gottes und den Ratschluss Gottes und schließlich den Ruf Gottes, den Ruf zur Umkehr. Der Psalm gibt uns also starken Trost, weil es so klar zeigt, dass Christus auf dem himmlischen Thron sitzt und regiert. Er ist der Fels, der nicht wankt. Unser Herr Jesus Christus ist der König, der König und der Herr aller Herren. Er ist der Herr seiner Kinder und ihr gute Hirte. Glücklich alle, wohl dir, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wie können wir glückselig sein in Zeiten wie diesen, wenn wir uns bei ihm bergen? Wie es hier heißt, glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
Er ist unsere Zuflucht. Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden, nicht kärglich, reichlich gefunden. Wer im Glauben und festen Vertrauen zu Jesus kommt und sich ihm im Gebet anvertraut, ist wirklich geborgen. Wir können im Glauben glückselig sein durch Gottes Wort und Gottes Sohn. Amen.